Hi und herzlich willkommen hier auf pierrosini.com, die Weinshow. Und schön, dass ihr dabei seid, heute mit diesem Wein. Würzburger Stein, Hafe, großes Gewächs, 2012 vom Weingut Bürgerspital. Und ja, ihr seht richtig, es ist ein Boxbeutel, ein ziemlich barockes Ding. Nichtsdestotrotz werden große Weine in diesen Flaschen abgefüllt, die sozusagen die traditionelle Flaschenform aus dem Baskenland, wollte ich gerade schon sagen, aus dem Fränkischen. Und ich bin gespannt. Eigentlich Frankenweine, eigentlich ein Klassiker unter den deutschen Weinen, stehen meistens auch für sehr opulente Weine, trockene Weine auf jeden Fall, mit viel rauchigen Noten. Wir haben dort überwiegend diesen Muschelkalkboden, diesen Kimmeridge. Den gibt es übrigens auch, kommt auf der anderen Seite auch in Frankreich raus, im Sancerre-Gebiet. Sehr interessanter Boden, gerade weil Kalk einfach auch die Säure einfach ein bisschen so betont. Und ich bin gespannt einfach hier auf dem Wein vom Bürgerspital. Hatte ich lange nicht auf dem Zettel. Bürgerspital, auch ein Weingut. Man denkt eher so an nicht sanitäre Einrichtungen, sondern einfach ein Oma und ein Opa. Das war mein erster Eindruck früher immer, bevor ich die Weine probiert hatte. Historisch gesehen ist auch dieses Stift ist eigentlich auch so eine Art Konglomerat mit einem Krankenhaus. Was haben die noch? Altenheim. Senioren, Altenpflegeschule, und über den Verkauf der Weine wird natürlich auch vieles dort finanziert. Das Weingut selber, eigentlich auch schon seit mehreren Jahren auf dem aufsteigenden Ast, gehört zu den renommierten Weingütern aus der Region, und ich bin gespannt jetzt hier auf den Silvaner, die Paradesorte eigentlich aus dem Frankenland, und bin echt gespannt hier aus der Lage Würzburger Steinhafe, die eine Mikroparzelle, Mikro kann man nicht sagen, ist ca. 6-8 Hektar groß. Es ist praktisch halb in dem Würzburger Stein, was wiederum eine Großlage ist von 70-80 Hektar, ist der Würzburger Steinhafe, ist sozusagen so eine Art Filetstück. Ja, man sieht hier schon an der Farbe, so ein blasses Goldgelb. Bin auch gespannt. Der Kollege hier hat auch, ich sehe gerade, 14,5% Alkohol ist nicht gerade sehr wenig, aber ich meine, wir sind hier auch im großen Gewächsklima, und von daher bin ich mal gespannt, wie der Alkohol sich jetzt zeigt. Von der Nase her, Nase super offen schon mal, zeigt sehr, sehr viel, das ist schon mal sehr, sehr schön. Hat auch dieses, was ich gerade eben schon angesprochen habe, so einen rauchigen Ton auf jeden Fall. Man hat hier eher so gelbes Obst, so Richtung Quitte, reife Pfirsich, reife Äpfel, Birnen. Ja, und ist also in seiner Struktur, eigentlich so in der Nase, zeigt er sich auch sehr komplex. Wein haben wir aufgemacht von einer halben Stunde, könnte man auf jeden Fall noch dekantieren, meiner Meinung nach. Würde dem Wein auf jeden Fall gut tun. Würde ich auch nicht zu kalt trinken, eher so 12, 13 Grad. Das ist, bin der Meinung, dass die Weine sich einfach dann nach stärker öffnen. Mmh. Ja, wow, also sehr viel Expressivität am Gaumen einfach, sehr viel Geschmack, viele exotische Aromen findet man auch irgendwie auf der Zunge wieder, ein bisschen so Papaya mit so Limette drauf gequetscht, Mango, man hat hier wieder dieses reife Obst, was mir sehr gut gefällt, hinten raus so die salzige wirklich oder mineralische einfach, dieses Kribbelnde, hat sehr viel Grip dieser Wein, gefällt mir sehr gut. Vom Abgang natürlich sehr lange, natürlich vom Alkohol auch getragen wird, aber er zeigt einfach eine sehr, sehr gute Struktur, und die Säure, nicht so wie beim Riesling, auch sehr, sehr harmonisch eingebaut. Was es nicht heißen soll, es gibt keine harmonischen Rieslinge, nein. Einfach perfekt eingebaut, und in sich zeigt der Wein eigentlich ein echt sehr, sehr gutes Bild. Ja, wow, also der Wein öffnet sich unheimlich stark, unheimlich schnell. Muss nochmal nachprobieren, weil der Wein, also Silvaner, wie gesagt, hat ja eher so ein braves Image. Toll, also echt gut gemacht, Bürgerspital, Würzburger Stein, Hafe 2012. Großgewächs, vielleicht erkläre ich mal im nächsten Clip einfach für die, die es einfach nicht wissen, Großgewächs, große Lage, was dieser ganze Salat soll.
Für mich hier auf jeden Fall eine super Empfehlung und denke ich mal, sollte man auf jeden Fall mal hinfahren. Ich muss auf jeden Fall bald mal hin. Und in dem Sinne, ja, ein kleiner Einblick einfach in die Weine vom Bürgerspital. Natürlich gibt es noch eine ja, verdammt große Bandbreite von kleineren Silvanern, Rieslingwein, Ortswein. Sehr, sehr spannend, das Weingut. Mein Tipp an euch, das war's und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Clip.